Und damit ein ganz herzliches Ahoise, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avatar. Heute würde ich mich gerne mal... Ja, ich hoffe doch, genau. Hier ist Storm schon am Start. Ich würde gerne jetzt mal so ein bisschen einfach... klingt doof, ist aber so und ist geil. Herumfliegen. Ich möchte gerne einfach mal gucken, was es hier so im Umkreis gibt, dass wir ein bisschen was an Karte aufdecken. Ja, deswegen einfach mal so ein bisschen gucken, was so geht. Ganz entspannt machen wir jetzt mal. Ja, ja. Deswegen, ich gucke mir erstmal ein bisschen was an von der neuen Umgebung, dass wir so ein bisschen die Karte aufdecken. Hier oben drauf ist ja auch irgendwas. Das möchte ich mir gerne mal angucken. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, ja uns auch schon... Ah ja, guck mal. Wow! Was ist da unten dran? Wie kommt man denn da hin? Ah. Ein Rebenpilz. Da oben drauf ist ja irgendwas, ne? Huch. Gesundheit dauerhaft gesteigert. Warum leuchten die so? Ja. Ha. Also gut, genau. Also wir erkunden heute mal so ein bisschen, ich möchte mir hier mal den Berg ein bisschen näher angucken. Es gibt ja diesen weinenden Riesen irgendwie, den suche ich ein bisschen hier so. Untergangriese. Also es muss ja hier irgendwo sein. Deswegen, wir fliegen einfach mal hier so ein bisschen rum. Ich möchte das alles mal ein bisschen aufdecken. Vielleicht die ein oder anderen Menschen, die wir dann noch töten, weil sie ja nicht, nichts verloren haben. Genau. Und das war so der Plan. Also wenn das nicht der weinende Riese ist, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, ne, sieht ja so aus, wie als würde ein Berg weinen. Das muss es doch sein. Hier vorne landen wir erstmal. Hätte ich mir beinahe wieder die Haxen gebrochen. Radarpilz. Okay, ich wollte einfach mal so richtig nah an diesen Wasserfall ran. Alter, ist das laut hier. Wow. Machen wir nochmal Stöcke, nehmen wir auch mit. Okay, war gerade von der Animation ein bisschen buggy. Ich habe mich schon tot gesehen. Glück gehabt. Also fliegen nach oben, let's go. Storm schnappt auch nach diesen Insekten. Das fällt mir gerade auf. Also fliegen wir ganz hoch. Immer weiter auf. Aber es war ja irgendeine Zutat, die wir beim weinenden Riesen irgendwie kriegen. Irgendwas war da ja. Ah, was haben wir denn da Schönes? Sehr gut. Gesundheit wieder dauerhaft gesteigert, nice. Geradezu ist wieder irgendwas. Ich kann es noch nicht erkennen.
Fischi. Ein Ikran-Ausrüstungskorb. Okay. Grundlegende Solandera-Bänder. Aha. Okay, cool. Oh. Das Spiel ist einfach so schön. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, dass das Spiel so schön ist. Tarsio-Netzwerk. Wenn du mit deinem Tarsio-Setzling interagierst, wird der Standort eines weiteren Tarsio-Setzlings enthüllt. Ahnfähigkeit. Kostenlose Schnellreise. Ahnfähigkeit. Schnellreisen verbraucht nun keine Energie mehr. Geil. Cool. Finde ich ganz gut. Oh, und wir haben nochmal 2 Skillpunkte bekommen. Nice. Alter, wow. 4 Punkte. Let's go. Wir gucken, wo gucken wir denn mal hin? Wir gehen erstmal bei Reiterin rein. Was haben wir denn da? Luftfischen. Mit zu fischen gewährt nur den Status gut genährt. Okay. Spitzenherausforderung. Die Durchführung eines Flugangriffs stellt nun 100% der Ausdauer deiner Ikran wieder her. Ah ja. Aber was haben wir noch nicht? Okay, ansonsten die coolen Sachen haben wir so im Weitestgehenden hier schon freigeschaltet. Dann gucken wir mal bei der Herstellerin rein. Da gab es auch... Ja, Herstellerin wollte ich mal reingucken. Da haben wir noch nicht so viel geskillt. Beim Zubereiten eines Gerichts besteht die Chance, dass ein weiteres identisches Gericht gratis produziert wird. Dauer von Stärkung durch Essen um 25 erhöht. Alle Navi-Handwerksmeister würdigen deine ausgezeichneten Handwerkstalente und bieten dir ihre besten Materialien an. Das klingt ganz gut. Du fertigst die doppelte Menge an normaler Munition auf einmal her. Jagdpfeile zerbrechen beim Aufprall nicht mehr und können aufgesammelt werden. Also wir nehmen, glaube ich, das hier auf jeden Fall. Dann haben wir noch... Was haben wir noch? Einen Punkt haben wir noch. Okay, den sparen wir uns erstmal auf. Storm, wo bist du? So, jetzt will ich aber nochmal ganz gucken. Materialtracker. Hirschflügel, Ameisen. Ah ja, genau. Weinenden. Oftmals östlich des weinenden Riesen im verhangenen Wald. Den verhangenen Wald wollte ich suchen. Genau. Der muss ja dann irgendwo hier im Umkreis sein. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Dann fliegen wir einfach mal hier in die Richtung nach unten. Hier unten ist auf jeden Fall viel Wald. Ich liebe das, wenn die Flügel so mitflattern. Saugeil gemacht. Ich liebe es. Sau cool. So einen langen Sturzflug haben wir auch noch nicht gemacht. Juhu! Das da hinten könnte der verhangene Wald sein. Wir sehen uns das mal näher an. Ja, ja.
Hier hinten ist auf jeden Fall wieder so Gift. Frage ist, können wir da oben drüber fliegen? Sieht danach aus. Also unten würden wir jetzt auf jeden Fall Schaden kriegen. Sehen wir das hier oben erstmal genauer an. Mal ganz kurz gucken. Verworrenes Herz. Okay. Ein Skillpunkt verdient. Also hier unten sind überall diese Giftschwaden. Da wird man natürlich ordentlich Schaden kriegen. Au. Verhangener Wald. Körperbemalung. Okay, wir sind auf jeden Fall im verhangenen Wald. Das ist doch schon mal was. Was wir hier alles finden. So, östlich ist in der Richtung. Da fliegen wir jetzt mal runter. Und dann habe ich jetzt so ein bisschen gute Hoffnungen, dass wir... Oh. Gute Hoffnung, dass wir diese Ameisen... Vor was hast du Angst? Ameisenhaufen finden. Ja! Boah, dieser Nebel hier, wow. Also hier haben wir ja östlich, ne? Vom ja, wobei, wir sind noch echt weit weg. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir hier vielleicht noch dazwischen müssten oder hier rum. Guck einfach mal. Oder wir fliegen mit Storm relativ nah unten am Boden entlang. Das könnte man natürlich auch ausprobieren. Das sieht gefährlich aus. Augendorn. Das klingt schon... Aua. Ja. Da gehen wir nicht hin. Was hier mal wirklich gar nicht am Start ist, sind... Nervige Menschen. Das ist der weinende Riese. Also hier würde ich mich jetzt einfach mal noch ein bisschen näher umschauen. Vielleicht noch weiter unterhalb mit diesen... Ameisenhaufen. In der Richtung vielleicht. Hier vorne in dem Wald. Habe ich ein bisschen Hoffnung. Verschmutzt sammeln? Geht nicht. Ist ja alles verschmutzt? Nee. Aber wobei doch, hier sieht alles echt nicht gut aus. Ist die Frage, ob das besser wird, wenn wir im Prinzip noch mehr... Menschen im Prinzip da jetzt hier töten oder auch Zeug angreifen. Dass es dann automatisch hier vielleicht schöner wird. Also wir sind jetzt eigentlich vor dem weinenden Riesen. Und für mich ist das hier auf jeden Fall dieser Wald. Müssen wir nur noch nach so einem Ameisenhaufen Ausschau halten. Ok.
keine Ahnung, wie die aussehen. Schauen wir das mal von hier oben an, ob wir da was erkennen können. Huch. Hier ist was abgestürzt. Und da sind auch Teile. Kommen wir hier irgendwie rein? Wie kommen wir da hin? Hier kriege ich nicht auf. Ah, okay. Ah, verzeiht mir. Das Loch hatte ich nicht gesehen. Munition. Okay. Okay, okay. Noch mehr Stöcke. Nehmen wir auch mit. Können wir denn nichts tun? Wir können die Himmelsmenschen aus dem verhangenen Wald verjagen. Müssen wir. Das ist der einzige Weg. Warum tun die Himmelsmenschen das? Tja, wo finden wir das? Aber könnte halt wirklich sein, ne? Weil hier alles verschmutzt ist. Finden wir hier leider keine Ameisenhaufen. Also ist jetzt nur eine Vermutung. Gar nicht so einfach, das jetzt herauszufinden. Man sieht es halt, wenn man hier so drüber fliegt, finde ich auch super schlecht oder viel zu spät. Es könnte überall sein. Da hinten sind doch schon wieder Menschen, ich hör's doch. Ich hab ein technisches Gerät gefunden. Sieht nicht nach RDA aus. Oh, das muss eine alte Datenerfassungsstation sein. Ein Sturm hat das Netz lahmgelegt. Die RDA hatte sich schon überall eingenistet. Also konnten wir nicht neu starten. Mhm. Kannst du das Terminal an der Station aktivieren? Dann gehen die anderen Stationen in den Standby-Modus. Ich seh's gerade. Empfängt ihre Signale. Folge ihnen und aktiviere sie alle einzeln. So kriegen wir die regionalen Daten. Okay. Klingt machbar. Ich versuch's. Problemlos. Das SID ist dafür gemacht worden. Und wenn du noch mehr Stationen findest, starte sie bitte auch neu. Neue Quest-System, Neustart. Okay. Jetzt nicht ganz verstanden. Was ich da jetzt genau machen soll.
Aua. Alter. Wann kriege ich den Schaden? Holy moly. Also das mit dem Systemneustart, das gucke ich mir gleich an. Ich will mal gucken, was das hier ist. Knospen der Wächter. Ein Netz aus Pflanzen, deren Mitte sich öffnet, wenn die kleineren verbundenen Pflanzen stimuliert werden. Folgt dem mal hier dieser Spur. Wir haben hier Ameisenhaufen. Das sind sie. Ich sehe es gerade. Jawohl, das sind sie. Aber... Okay, die tun weh. Aua, 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 aua. Schlecht. Vielleicht muss ich das anders machen. Okay, so nicht. Muss ich an die rangehen, wo keine Ameisen sind? Kann es das sein? Ich komme hier auf jeden Fall... Ah, sammeln. Uff. Danke. Das wird Jin sicher gefallen. Aha, jetzt wieder eins von diesen bösen Dingern. Wie komme ich da jetzt überhaupt ran? Wenn da die Käfer so rumschwirren? Ich glaube nämlich nicht. Es geht bei denen nämlich nicht. Wir müssen echt die nehmen. Wo die da nicht lang krabbeln, glaube ich. Geh einmal drumherum. Ah, das geht. Nice. Aber das ist jetzt gut. Ich brauche, glaube ich. Was brauche ich? Muss kurz gucken. War das jetzt eine Quest? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wo die Quest war. Hier steht das jetzt gar nicht. Hä? Okay. Naja, wir haben es erstmal. Aber nicht besonders stabiler Ameisenhaufen wird er zerstört und schwärmen die Ameisen alle Angreifer in der Nähe. Ah, okay. Also ich glaube, ich habe das, was ich brauche, was das betrifft. Jetzt können wir uns mal angucken, um was es sich hier handelt mit dem Ring, den Nektar. Ach so, okay, Gedenkstätte, so heißt die Quest, alles klar. Gedenkstätte, Gedenkstätte, Gedenkstätte. Also auch Erkundungen, das ist so eine Nebenquest, sehe ich gerade. Clanbeiträge, ist das das? Find's gerade nicht. Also wir gucken uns erstmal das hier an.
Dann schauen wir mal, was wir tun können. Also das hat, glaube ich, nichts gerade mit dem Systemneustart zu tun, weil vorne sind auch Gegner. Musst du mich jetzt angreifen? Sei lieb. Sei lieb. Ich hol mir so einen Bogen als Trophäe. Wie du meinst. Schön daneben geworfen. Die sehen mich, glaube ich, gar nicht. Boom! Ins Gesicht. Also ich folge jetzt nur mal dem Geräusch hier. Es wird lauter. Vielleicht heilen wir dann hier. Ah. Aha. Ich wusste es. Sind ja echt gut gepanzert. Au! Das hat wehgetan. Ich bin tot. Wow. Die Gepanzerten sind echt ordentlich. Da müssen wir leider noch mal rein. Beruhigt euch, beruhigt euch. Ich habe ja gar keine freie Sicht auf die. Ich glaube, ich sterbe wieder. Hier ist sniped irgendwo einer. Sieht nicht gut aus.
Eie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 i. War zu weit geworden. Ich bin erledigt. Boom. Ich bin jetzt ein bisschen sehr aggressiv reingegangen, ich geb's zu. Also, wir machen jetzt die Geschichte erstmal kaputt. So. Einmal. Zweimal. Zwei haben wir noch. War, glaube ich, zu langsam. Okay, nochmal. Jetzt haben wir es doch, oder? Let's go. Pandora ist wieder einmal ein Stückchen schöner geworden. Noch schöner. Bring den Nektar zu Yin Yang im Versteck des Widerstands. Vorher looten wir hier noch. Denn Loot tut gut. Medipack auch nicht verkehrt. Ja, der hier nicht gerade. Ah. Blendgranaten, nice. Mal ein paar Ersatzteile. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich jetzt eigentlich sogar, ohne Storm jetzt hier zu benutzen, nehmen wir jetzt einfach die Schnellreise zum Widerstand. Ist doch hier, ne? Genau. Kann man eine Schnellreise machen? Ja. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. Absolut. So, dann bringen wir den mal den Nektar. Himmelsmenschen lässt man besser ignorieren. Wenn du eine Reparatur brauchst, stell dich... Ich hab dein Harz gefunden. Wunderbar. Hier nimmt alles Form an. Komm zurück, wenn es fertig ist, und wir gedenken den Toten zusammen. Sehr gut. Wieder was geschafft. Gedenkstätte abgeschlossen. Ob ich wohl Marmelade aus einer Beerenfrucht machen kann? Ich denke schon. Tch. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier so an Quests?
Level 14. Systemneustart habe ich jetzt gerade komplett vergessen, aber ich glaube, ich habe da verschiedene. Kann ich da nochmal hin? Scheiße, das habe ich jetzt vergessen, noch einzuschalten. Das wäre direkt irgendwo daneben gewesen. Mist. Na gut, okay. Die Last verteilen. Der Widerstand kümmert sich immer noch um ein neues Versteck. Nach der Bombardierung des Hauptquartiers hat Rinela zu viel zu tun. Sie hat mir aber gesagt, dass Prya und die anderen vielleicht Hilfe benötigen. Ich hätte gesagt, das gucken wir uns als nächstes an. Aber das erst in der nächsten Folge, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.